Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren. Hier begrüßt Sie Ihr Markus Schranz aus dem Weltnetz TV Hauptstadtstudio. Ich bin froh. Ich bin so stolz. Nach wochenlanger Vorarbeit habe ich jetzt die Riesenehre, per Live-Schalte mit dem Bundespräsidenten Herrn Ehrendoktor Pfarrer Gauck ein Interview für Weltnetz TV zu führen. Guten Abend ins Schloss Bellevue, Herr Bundespräsident. Schönen guten Abend, Herr Schranz. Wir wollen über die Ukraine reden. Ihr Presseamt bat mich, Ihnen folgende Fragen zu stellen. Warum hat im September letzten Jahres der polnische Außenminister Sikorski 86 ukrainische Faschistinnen und Faschisten... Faschistinnen und Faschisten korrekt gegendert, Herr Schranz. Ja, in Polen 4 Wochen lang als Gasgranatenwerfer und Scharfschützen ausbilden lassen. Und wussten Sie tatsächlich davon? Herr Schranz, wir wollten diese Frage, um mit diesem Gerücht aufzuräumen. Alles, was ich wusste, war, dass 86 Maidan-Freiheitskämpfer in die Universität in Warschau eingeladen waren und von dort aus Ausflüge gemacht haben in das Polizeiausbildungszentrum nach Legionowo. Aber Sie nannten sich dann die Goebbels-Connection. Ach, wissen Sie, Herr Schranz, die Menschen dort sehen den früheren Reichsminister sehr viel differenzierter. Sicherlich, Goebbels war Nazi. Wir dürfen da nichts beschönigen. Aber wir dürfen darüber doch auch nicht behindertenfeindlich werden, gerade wir Christen. Und die orthodoxen Priester in der Ukraine berufen sich heute noch auf Dr. Josef Goebbels, Joe, wie sie ihn liebevoll nennen, wenn sie fordern, keine Juden, keine Neger und vor allem keine Russen in die ukrainische Regierung. Stimmt es, dass die US-Vize-Außenministerin Victoria Nuland zugegeben hat, gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Vitali Klitschkos Partei seit 2010 und daneben die Bandera-Faschisten gesponsert zu haben? Das ist die Propaganda der Putin-Versteher, Herr Schranz. Ich bin ein Faschisten-Versteher. Denn schauen Sie mal, seit der sympathische Schokoladenzar Petro Poroschenko demokratisch zum Präsidenten gewählt worden ist. Nur 2 Gegenkandidaten standen unter Hausarrest. Seitdem haben wir in der Ukraine ein Klima der Freiheit. Und diese Haudegen vom rechten Sektor sind völlig verschwunden, entmachtet. Ähnlich wie die SA 1934 in Deutschland. Und auch die Medien haben inzwischen aufgehört, das mit den Nazis in der Ukraine so ungehörig aufzubauschen. Dies war vielleicht, weil ja noch nie in der Menschheitsgeschichte Faschisten so ganz freiwillig aus einer Regierung ausgeschieden sind. Da müsste ein Wunder geschehen. Wunder gibt es immer wieder, Herr Schranz, gerade wir Christen glauben da ganz fest daran. Haben Sie denn mal ein Wunder erlebt? Mit eigenen Augen, Herr Schranz. Mit einem querschnittsgelähmten Mitstreiter war ich vor einiger Zeit in der Wunderquelle in Lourdes. Mein Begleiter fuhr mit seinem Rollstuhl in die Wunderquelle hinein und kam mit funkelnagelneuen Reifen wieder heraus. Ein Wunder, genau wie unsere friedliche Revolution 1989 gegen die russischen Mordbrenner. Die Bild-Zeitung, die Ihnen ja sehr gegen Ihren Amtsvorgänger Christian Wulff beigestanden hat, forderte jüngst in einer Schlagzeile: weg mit den Russenpanzern am Brandenburger Tor. Bild hat aber erst 189 Unterschriften unter ihre Petition. Das ist so... Ach, Sie müssen sich da mal vorstellen, wie sich das in den Ohren von uns Freiheitskämpfern anfühlt. Sowjetisches Ehrenmal. An diesen Panzern klebt das Blut der Gefallenen des 17. Juni. Das Blut der Gefallenen von Stalingrad. Ein Schandfleck
für die Weltstadt Berlin. In der Weltstadt Paris heißt ein ganzer Stadtteil Stalingrad, nach dem Sieg der Russen über Hitler. Da hat bereits mein Freund, der große Volksbiologe Thilo Sarrazin, Verhandlungen mit der blonden Marine Le Pen aufgenommen, um auch diese Scheußlichkeit aus Paris verschwinden zu lassen. Ah, aber Anhänger der Front National wollen auch die linken Parteien in Frankreich verbieten, wie in der Ukraine. Dagegen müssten sie also doch jetzt auch werde ich eher skeptisch dieses sein. Interview beenden. Mir ist einiges aufgefallen, Herr Schranz, Ihre Behindertenfeindlichkeit bezüglich Dr. Goebbels. Ihre sexistische Beschreibung bezüglich der Ereignisse in Odessa. Ihre Putin-Freundlichkeit zeigt, dass Sie homophob sind. Und nun zeigen Sie auch noch einen kolonialistischen Eurozentrismus. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, wird es nicht mehr geben. Und nur weil wir in Deutschland noch zwei linke Parteien erlauben, müssen die das in Frankreich oder in der Ukraine noch lange nicht. So, jetzt beende ich das hier aber wirklich ungeheuerlich.